Kandidat und dann ein Präsident der Politik, der Twitter macht? Also aus dem Bauch heraus muss ich sagen, das ist armselig. Und das ist einer Supermacht wie den USA nicht würdig. Und wir erleben da gerade einen Kulturbruch in Echtzeit, so möchte ich es mal benennen. Denn alles, was er raushaut, ist bei Millionen Followern in Echtzeit im Kopf gesetzt. Wir haben auch einen Kulturbruch schon bei seiner Antrittsrede vor dem Kapitol erlebt. Einen solchen Tiefpunkt an politischer Kultur hätte man nicht für möglich gehalten. Also wir erleben mit Donald Trump die Oberflächlichkeit in Person anstelle von Tiefgang, Analyse, Kooperation. Da geht im Moment sehr viel den Bach runter in Amerika, fürchte ich. Nun könnte ja Teil der Taktik sein, dass er etwas tut, was man so als dem Volk aufs Maul schauen bezeichnet und ganz bewusst diese Sprache wählt. Ja, aber das hilft nicht immer. Das ist eine Definition von Populismus. Dem Volk aufs Maul schauen und das dann nachplappern, um möglichst beliebt zu sein. Aber ich stelle mir unter Leadership, unter True Leadership, also wahrer politischer Führung, etwas anderes vor. Er hat eine Pseudo-Agenda aufgestellt, die nationalistisch ist, wie in dem einen Tweet zu hören, auch protektionistisch. Amerikanische Autos für den amerikanischen Markt. Dabei sind die Amerikaner die Erfinder der Globalisierung über die vergangenen Jahrzehnte oder man könnte sagen über das vergangene Jahrhundert. Nun kann man auch viel an der Globalisierung kritisieren, aber dass die Amerikaner mit ihrem freigeistigen Denken diesen Rollback machen, diese Rolle rückwärts, das ist schon ein starkes Stück. Nun war ja durchaus auch im Wahlkampf schon absehbar, welche Ideen er hat und wie er sie kommuniziert. Trotzdem wurde er gewählt. Die Welt muss jetzt irgendwie mit ihm und mit seiner neuen Regierung zurechtkommen. Fürchten Sie auch auf anderen politischen Gebieten, dass er sich derartig äußert und vielleicht auch derartig unkontrolliert äußert? Die Befürchtung habe ich absolut. Wir erleben ja in Zeiten der Digitalisierung eine Überbeschleunigung, wo es wie bei Trump klar zu sehen immer um Headlines, um Schlagworte geht und nicht um die Tiefgründigkeit. In dieser Zeit der Digitalisierung und Überbeschleunigung erleben wir die Gefahr einer aufgeheizten Debatte, die viel weniger ein wirklicher politischer Diskurs ist, als ein Austausch von Schlagworten und Emotionen. Und darin besteht die Gefahr, ich glaube, die Menschen verlieren in unserer Echtzeit, deshalb rede ich von einem Kulturbruch in Echtzeit, die Medienkompetenz, damit umzugehen. Und es wäre ganz wichtig, wenn wir die Idee des Qualitätsjournalismus dagegen setzen würden, nämlich ernsthafter Journalismus mit ernsthafter Analyse, Tiefgang statt Tempo. Nun beschimpft Trump ja Journalisten. Leider. Möglicherweise gerade, weil sie sehr ernsthaft sich mit den Dingen beschäftigen, die er so von sich gibt. Und er sagt, gerade deshalb twittert er, denn so kann er Journalisten umgehen und kann die Leute direkt erreichen. Darin steckt auch ein Phänomen, was wir auch in Europa und in Deutschland beobachten müssen. Der Journalismus an sich hat zum Teil auch zu Recht an Kredit verloren in der Gesellschaft. Früher war das eher ein honoriger Job, heute wird das sehr stark angefeindet. Das betrifft uns alle, die wir in dieser journalistischen Öffentlichkeit aktiv sind. Darunter leiden nicht nur Politiker, sondern eben auch Medienschaffende. Und dieser Donald Trump versucht mit seinem eigenen Stil, die gut etablierte Medienlandschaft als Teil der amerikanischen Checks and Balances, was eigentlich Teil des US-Systems, der Verfassungswirklichkeit immer war, zu umgehen. Das erscheint mir ein politischer Trick zu sein, der aber nur sehr kurzfristig funktionieren kann, weil in den USA, in the land of the free, wird sich nicht die freie Meinung verbieten lassen. Danke für die ernsten Worte an den Politikwissenschaftler Stefan Kausen. Sehr gern, danke.